So, jetzt habe ich einen Auftrag für euch. Und zwar, ich habe fünf Projekte laufen. Sie heißen A, B, C, D und E. Und bei A habe ich 70 Stunden gearbeitet für 30 Euro die Stunde. Bei B 12 Stunden für 35 Euro Stunden die Stunde. Bei C 120 Stunden und A 28 die Stunde. Bei Projekt D habe ich 19 Stunden gearbeitet für 46 Euro die Stunde. Und bei E habe ich 36 Stunden gearbeitet für 39 Euro die Stunde. Jetzt. Ich sollte mir jetzt sagen, wie viel ich bei jedem Projekt verdient habe, wie viel habe ich insgesamt verdient. Und ich will die Projekte auch tabellarisch dargestellt haben und nach Verdienst sortiert haben. Und zwar, dass der größte Verdienst oben ist und der kleinste unten.